Was denn jetzt los? Ach so, weil das jetzt das Ende von Sequenz 7 war. Alles okay? Außer dem Todeskommando hinter uns, meinst du das? Verstärkung ist unterwegs. Warum tust du dir das überhaupt an? Ist nicht dein Job, Templer zu bekämpfen. Ich hatte diesen Kollegen. Er war der Sohn unseres Chefs. Zuerst mochte ich ihn nicht besonders. Alle behandelten ihn, als wäre er etwas ganz Besonderes. Ich dachte, er engagiert sich für nichts, was ihm keinen persönlichen Vorteil verschafft. Aber ich habe mich getäuscht. Wir wurden gute Freunde. Er ging durch die Hölle. Und dann hat er uns gerettet. Also denke ich, ich kann mich nicht bei ihm entschuldigen, aber ich weiß nicht, ich kann versuchen, seinem Beispiel zu folgen. Du bist ein guter Assassin. Gütiger Gott! Hallo. Lange nicht gesehen. Galina! Endlich! Wir haben uns nicht gesehen, seit wir das Labor in Paris gesprengt haben. Da, es gab viele Explosionen und du schriest wie ein Baby. Bishop sagte, Otso Berg sei hier. Ich töte ihn für euch. Super. Gut, wenn du Wache schieben würdest, lege ich mich hin und sterbe. Schlaf. Es wartet ein großer Kampf. Also auf diese Backbone-Story John und Rebecca sind erstmal sicher, aber du musst immer noch das Tuch für uns finden. fehlt mir so ein bisschen was, weil ich Unity und Black Flag nicht gespielt habe. Ein Brief. Für mich? Da sind wir wieder im Zug. Kann ich ja gar nichts machen. Jetzt muss ich Sequenz 8 auswählen. Maxwell Wolf. Spielen, ja, bleibt uns nichts anderes übrig Eine jetzt, ne? Dinner-Einladung. Und mit wem wirst du heute Abend dinieren? Maxwell Roth. Der Anführer der Blighters? Du gehst nicht hin. Natürlich nicht. Okay, eine kurze Unterhaltung. So, was haben wir dann jetzt noch hier? Im Zugversteck, sehr schön, gibt's nichts mehr für uns. Wir haben noch die Dingens, 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 die Sympathisantenaktivitäten. Und wir haben noch den Ersten Weltkrieg, was ich jetzt mal, denke ich, machen werde. Das ritzt mich, das ritzt mich. Es reizt mich. So war das gemeint. So friedlich hier, ne? Ach ja, darunter. Achso, das war ja alles Sperrgebiet. Was waren aber unsere quasi unsere Aufgaben hier? Die Dinge. Spionjagd. Das ist wohl das am nächsten, also dann tun wir das auch, ne? Ja, wie ist das London hier im Ersten Weltkrieg? Ist wesentlich kleiner, ja. Ja gut, natürlich sind viele Menschen gestorben. Dass dann so eine Stadt kleiner wird, ist ja logisch, oder? Oh, da ist eine Kiste, aber gut, dann jetzt auch nicht mehr interessant. Ja, die Schiffe werden schneller. Was mich auch wundert, weil irgendwie mittlerweile auf der Themse erstaunlich wenig Schiffe fahren. Hat irgendwie nur noch Polizei oder Touristentour-Schiffe gedöns. Also, da ist immer recht still und recht frei und ja, hat man immerhin einen schönen Blick auf den Fluss. Diesen großen Bach. Spionjagd. Hallo. Triage-Zentrum. Die Sachen. Bizarren Experimente.
Eine der Spioninnen tarnt sich wohl als Schwester in einer Einrichtung in der Nähe. Sie hat Blutproben in seltsam anmutende Würfel abgefüllt und diese an einen unbekannten Komplizen ausgehändigt. Vielleicht gelingt es ihnen ja, ein verdächtiges Treffen zu beobachten. Viel Glück. Okay. Die Schwester aufspüren. Den Komplizen aufspüren. Leiche der Schwester in Leichenhalt bringen. Also ist jetzt schon, ist jetzt schon klar, dass die Schwester tot ist. Hä? Sehe ich das richtig? Nee. Beide töten. Und das sehe ich richtig, okay. Was machen wir hier? Deaktivieren. Fragt schon mal wieder, wen das juckt. Eindringling, schnapp sie! So, Schwester ist getötet. Wo ist denn die Leichenhalle? Ist das das Teil, wo ich da gerade drin stehe? Wo ich da gerade drin stehe? Truhe? Brief von der Front? Nee. Das ist ja wohl nicht die Leichenhalle. Gut. Solange das schnell ging, ist in Ordnung. Lieber Alfie, bla 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 bla. Wer ist sie? Da ist ein Eindringling! Alarm! Du hast es hier reingeschafft! Kacke! Versuch's doch! Ja, muss man halt etwas, es wird etwas handgreiflicher werden. Hopp, hopp, hopp. Viel zu viel Polizisten und ich habe keine Medizin. Das ist echt kacke gerade. Gut. Tragen. Ah, die ist da hinten. Oje. Komm ich da hin? Wenn sich jetzt niemand umdreht. Ja. Okay, so geht's auch. Oblivern. So. Jetzt liegt sie hier beim Doten. Hopp, hopp, hopp. Raus aus diesem Gebiet. Hey. Oh, oh, beim Winston höchst selbst sind wir jetzt. Achso, so hat das hier funktioniert. Okay. Ist das ja gar nicht so viel. Kann ich mir immer generell Fortschrittslogbuch. Also, das ist so nicht so hier. Hauptgeschichte.
Ja, da gibt's gar nicht so viel. Jetzt wohl das... Dieses Gebiet, um dieses Gebiet einzunehmen. Warte, warte, Dokumente stehlen. So, kann man die erschießen? Zack. Stehlen, stehlen. Falsche Informationen unterschieben, weiß nicht wo. Keine Ahnung. Hopp. Muss doch irgendwo hier reingehen. Ah ja. Ja, dann kann ich mir dann rausziehen gleich, ne? Wenn er coming ist. Sieht ja auch irgendwie keiner. Dreimal gibt es Informationen. Also rein müsste ich eigentlich jetzt. Also müsste ich auch da oben rein. Okay. Nein, hier nicht. Wo ist denn das? Das ist ja da hinten. Ach so, das ist... Okay. Nee, das ist jetzt... war nicht gewollt. Der ist auch nicht allein da drin. Dreht's um, dreht's um. Jut. Ach, die hat nicht den Skill, das automatisch beim verdeckten Attentat blindet. Schade. So, falsche Informationen unterschieben ging ja dann. Weiß nicht wo. Nein. Polizei ist nicht zu verachten. Ja, das war jetzt auch nicht gewollt. Überblick, Überblick, Überblick. Da ist ein Tisch. Da geht das vielleicht. Oh, jetzt kommt einer. Hätte eigentlich nicht so viel Trubel verursachen sollen. Hat's auch zum Glück wohl nicht. Habe ich wohl überschätzt gehabt. So, jetzt sind die falschen Informationen drin. Jetzt muss ich noch die Treppe für nach unten finden. Wenn es sowas denn gibt. Schauen wir dann wohl hier hinten dran. Jo. Mag sein.
Aber unnötig. Yippee. Wir werden ja noch richtig dicke mit diesem Winston. Jetzt spricht sie wieder. All unsere Bemühungen führten zu nichts. Im Jahr 2306 des ISO-Zeitalters traf die Sonne meine einst große Zivilisation mit voller Wucht. Ich perfektionierte die Arbeit von Konsus und machte sie mir zu eigen. Ich rettete die Essenz von Aitas Brillanz und fügte sie in die DNA eurer rebellischen Art ein. Ich überließ ihn einer unbekannten Zukunft, um wiedergeboren zu werden. Wieder und wieder. Ich kehrte zum großen Tempel zurück. Ich legte meinen physischen Körper ab und betrat das Grau. Doch die sture Minerva und energische Jupiter entdeckten mich und versiegelten den Tempel. Eingeschlossen wartete ich, bis mir eure Technologie eine Rückkehr ermöglichen würde. Das Warten hat nun fast ein Ende. Wir möchten hier also komische Gestalten der ersten Zivilisation zurückkehren. Na, ob das so eine gute Idee ist? Weiter geht's. Erster Weltkrieg heißt die, also die Missionsart, der Missionstyp, die Missionsspezifikation, wie auch immer. Dokumente stehen, Verbündete befreien, bla bla. Oh. Lots of work. So, das gibt. Zack! Oh, befreien! Was, Mause tot? Oh, fuck. So, der geht nicht weiter. Oh, was ist denn los? Warum? Was sollte das? Was war das für eine skurrile Aktion? Muss ich jetzt hier hoch? So, bevor sie hier Mucke machen kann. Stehlen. Ui. Hat ja auch was zum Werfen? Gut. Sorry, aber das ist, okay, ne, ich kann es mal so probieren. Könnt ihr ja durchaus runterkommen gleich. Gift. Oh, alle Zynikine Bolzen auch gut. So, what happens now? Waren sie sich? Sehr gut. Bis zum Tod, los. War jetzt nichts gegen mich, oder? Och, fick. Gut, so geht's auch. Nur die Ruhe bewahren. Dokumente stehen. Hat es keine Dokumente gehabt? Oder was? Sollen das? Ah, hier sind die nächsten Dokumente. Lebend kommst du hier nicht.
nicht wieder los. Ich reiß dich in zwei. So, töte sie. Aber töte sie schnell. Das war ein schicker. Schicker Kill. So, jetzt haben wir zwei. Sind da hinten noch meine. Meine Brothers. Wenn ich mich nicht täusche. Ja. Meine Scheiße, sie ist ein Eindringling! Hast du dein Testament schon gemacht? Was? Was habe ich denn zu vererben? Ich glaube nichts. Nicht wirklich viel. Ah, rekrutieren, das ging. Hab ich bei den letzten gar nicht beachtet. Mann, das dauert ja jetzt noch, bis ich hier zum Zug komme, also zum Plündern. Wenn jetzt alle kampfeslustig sind. Kann ich immer schöne Kombos aufbauen. Ah ne, gut. Wieder bei null angefangen. Mist. Zack. Jetzt wohl abhauen, ne? Dachte ich mir ja fast. Nicht so schwer. Abgeschlossen mit sogar mit Bonus, ne? Schnittergürtel. Schick. So, wird jetzt wieder gesprochen. Okay. Gelingt das denn? Brief von der Front. Was ist denn jetzt groß dazugekommen? Irgendwie nicht. Also hier der Aussichtspunkt, den kann ich machen, das aber... Also ich muss die ganzen... Die ganzen Briefe von den Fronten einsammeln. Wäre ätzende Arbeit. Genau, so ätzend, wenn die Assassinen hier nicht mehr klassisch. Dingsbumsen klettern will, sondern nur noch hier mit Seilbahn. Zoom. Was gibt es nun? Ah, hier ist was. Okay. Der Meisterspion. Dann nichts wie hin.